Ja, nochmal Trugia. Und zwar hier das Castello de Trugia, also das Castello in Trugia mit der wunderschönen Palme im Abendlicht. Die Prinzessin auf der Bank. Ich filme nur deine Beine. Beine sind auch schön. Da sitzt die Prinzessin auf der Bank. Sie möchte nicht ganz gefilmt werden, aber die Beine dürfen sein, ne? Und von hinten habe ich dich auch. Ja, das hier ist Trugia. Ach, das ist so schön hier. Ich wollte eben filmen die Vögel. Also hier sind so viele Vögel. Bei uns sind ja fast gar keine Vögel mehr. Und wir haben schon gesagt, wahrscheinlich sind die alle hierher geflogen. Weil hier sind so unglaublich viele Vögel. Ich wusste gar nicht mehr, dass es das gibt. Ja, hier, da hinten die Werft. Und hier geht gerade die Sonne unter. Das ist wirklich ein Traum. Also, wir hatten ja laut Wetterbericht, wir hatten ja geguckt, gerade diese Woche hieß es laut Wetterbericht Dauerregen, also die ganze Woche Regen. Und meine Tochter hatte schon Panik bekommen. Ich will nicht nach Kroatien, es regnet die ganze Zeit. Und das hier bedeutet also Dauerregen. Nachts tatsächlich immer ziemliches Gewitter. Da geht sie nochmal. Hände waschen, weil wir haben gerade Katzen gestreichelt. Wilde Katzen. Die wollten gar nicht mehr, dass wir weggehen. Ja, und Dauerregen bedeutet also nachts. Jetzt habe ich dich gefilmt. Dauerregen bedeutet nachts Gewitter, also richtig Sturm, Gewitter und ganz, ganz, ganz heftiger Regen und tagsüber dann so ein paar Wölkchen und Sonne. Ja. Ja, das kleine Mädchen möchte jetzt genau das machen, was Tabea gemacht hat, auch ins Wasser. Hier unten kann man nämlich relativ leicht ins Wasser springen. Wie so ein kleiner, ich glaube sogar, dass das so gedacht ist, dass man da ins Wasser geht. Guck. Das ist ein schlechtes Vorbild, das Kind will jetzt auch ins Wasser. Ja. Das ist jetzt in dem Fall das Problem der Eltern. Damit müssen sie jetzt leben. Ich meine, da kann man hier ja auch. Ja. Guck, jetzt geht die Sonne gleich weg. Die Leute kommen hier auch alle hierher, um sich da hinzusetzen. Was willst du machen? Nee, ich finde das ganz schön so. Das ist so wie in Ibiza, wo die Leute alle abends da stehen, wenn die Sonne untergeht, klatschen womöglich. Oder? Ganzen Tag Sonne getankt, ganz, ganz, ganz viel Sonne getankt. Ich habe heute auch geschwommen, also bis jetzt gab es keinen Tag, an dem ich nicht in dem Schwimmbad Wassergymnastik gemacht habe und geschwommen habe. Es war zwar kalt, aber das war nicht schlimm. Thank you.
Sonne hat was Magisches. Wenn es untergeht, dann sind immer viele Leute da, die das filmen wollen. Da kommen jetzt auch Wolken, das heißt, es ist Wind, ganz viel Wind.